Rote Karte gegen Gewalt. Unter diesem Motto stand der 34. Spieltag der Serie A. Punkt, 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 Punkt. Mit einem roten Strich im Gesicht setzten die Spieler der italienischen Liga ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen. Punkt, 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 Punkt. Die Organisation The World on Lust will mit Hilfe der Spieler die Kampagne in der Öffentlichkeit pushen. Punkt, 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 Punkt. Doch nicht nur auf dem Rasen, auch in den sozialen Netzwerken zeigten sich die Spieler mit dem roten Strich im Gesicht. Punkt, 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 Punkt. Unter anderem Ciro Immobile Personierte sich unter dem Hashtag. Auch die Schiedsrichter und Einlaufkinder beteiligten sich an der Aktion, um ein Zeichen zu setzen. Punkt, 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 Punkt. Eine rundum gelungene Aktion der Serie A. Punkt, 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 Punkt.